Ja. Und schon war es wieder vorbei. Mit den guten Gefühlen. Mach den Rucksack richtig zu, du verlierst das bloß. Na, scheiße. Okay, ich habe Gegner gehört. 14, 20 Schuss haben wir. Okay. Kurz mal abchecken. Das basteln wir uns. Da liegt auch noch was. Tuch, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn lang? Weil hier rüber kann ich ja nicht. Hier durch. Ja, das war sehr schön. Natürlich. Für den allercoolsten Captain auf ein weiteres tolles Jahr. Alles Gute zum Geburtstag. Larry, Sean und Luis. Ja. Captain, oh Captain. Jetzt trotzdem noch die Frage, wo ich lang muss. Darüber vielleicht, ne? Ja, das war natürlich sehr schön. Oh. Wir haben einen Bogen. Wer schätzt sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Sicher die Gegend hier ab. Ich checke diesen Bereich. Schau dich hinten um. So haben wir also. So haben wir also unser Bogen gekriegt. Oh, wow. Hey, sie ist hier drüben. Nee, nee, ist sie nicht. Shit. Was da der Biest mit dir? Ah, shit, Mann. In die Eier geschossen. Oh, ich bin gerade überfordert. Mal wieder. Komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich komme und hole dich, Joel. Nein! Na, den werde ich zeigen. Zum Glück liegt hier noch eine Flasche. Ich gehe zu ihm, der Arzt sehen und dann verschwinde ich von hier. Warum? Hä? Waren hier nicht gerade noch Kugeln? Der hat doch gerade. Naja, scheiß drauf. Okay, das war knapp. In solchen Situationen bin ich immer etwas überfordert. Aber wir haben es ja geschafft. Und wir haben einen Pfeil. Und ich muss ein bisschen höher zielen. Fällt mir gerade auf. Gut, 13 Schuss haben wir noch. Ich gehe mich mal in den Läden ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir da noch was. Hitchi-chan! Halli, hallo, Hallöchen! Ich hoffe, dir geht's gut. Und du hast einen schönen Tag bisher. Wir erfahren gerade die Geschichte, was mit Joel und Ellie passiert ist, nachdem Joel die schwere Wunde hat, die er im Krankenhaus, nein, in der Universität sich zugefügt hat. Oh, sehr gut, Zucker.
Hab mir gerade Sushi bestellt, jetzt fühle ich mich schlecht. Muss sich nicht schlecht fühlen. Alles ist super. Oh, was haben wir hier? Das sieht aus wie Punkrock-Shirts und sowas. Jack X gibt's auch. Okay. Ja, ist cool. Coole Shots dabei. Vengeance und Carmack. Die besten CDs und Filme wieder. Okay, Schallplatten gibt's auch. Liegt hier nichts mehr rum? Wäre schön, wenn hier noch was rumliegt. Viel Spaß beim Zocken. Dankeschön, lass es dir schmecken. Ich will auch gern Sushi. Aber, ja. Ich bekomme wieder keins. Ja, hier ist wirklich nichts. Schade. Ich gehe wieder auf. Ja, okay. Wir müssen echt das mit dem Internet machen. Hab viel Spaß. Und lass dir schmecken. So, was haben wir hier? Okay, sehr cool. Oh, warte. Hier ist noch. Jawohl. Sehr, sehr gut. Munition ist immer gut. 4 AM. Mhm. Damocles, Fever Dream. Oh, Savage Starlight. Na, guck mal einer an. Der Film. Geil. Du streamst, du hast keine Zeit zum Essen. Ja, in gewisser Weise ist das richtig. Aber Sushi kann man immer dann nebenbei so ein bisschen snacken. Das würde schon funktionieren. Hier muss ich lang, ne? Ja, hier muss ich tatsächlich lang. Okay. Ja, na gut, dann gehen wir da mal lang. Lüft dich! Haben wir hier was? Jawohl, das sieht gut aus. Da haben wir schon wieder fast einen Molly drin. Oder ein Medipack. Sehr, sehr gut. Ja, das ist ja egal. Esse ich trotzdem. Oh Gott. Schön vorsichtig. Und hier ist so eine Blutspur. Hi. Oh. Naja, wir gehen gleich mal gucken. Da runter, da ist irgendwas. Gehen wir erstmal zu dem Kollegen hier. Ah, noch ein... Ah, das ist der Amputierte, ne? War da gerade... Ich spiel mal ab. Oh, es ist scheiß kalt hier drin. Hm.
Dass die Batterien überhaupt noch funktionieren, ne? Das ist eigentlich interessant, ne? Der ist schon hier total verwest und... Tja. Und ich höre die ganze Zeit irgendeinen Infizierten. Was mir nicht sonderlich gefällt, muss ich sagen. Hier komme ich nicht durch. Ich muss da runter. Oh, bitte nicht, ey. Na dann los. Los, haut rein, los! Jawohl! Schon mal einer weniger. Lebendiger Köder. Gut. Okay, der hat was verloren, das ist sehr gut. Gut. Das hat gut geklappt. Sind tatsächlich bloß noch die zwei Klicker? Einen haben sie erledigt, wie scheint. Nicht schlecht. Okay, cool. Drei Klicker. Die haben gar keinen erledigt davon. Okay. Ciao. Alter. Die hat eine Kraft, ne? Weil schafft das erstmal, einfach so jemanden durch die Schädeldecke da durchzuhauen. Vor allen Dingen mit so einem kleinen Messerchen, was die da hat. Okay. Ist das doch bloß noch eine? Pfeile, das ist schon mal gut. Wo ist denn der hin? Da hinten irgendwo. Das Klicken kommt doch von wo ganz anders als der da, oder? Das ist doch ein Runner. Sehe ich das richtig? Ja, das ist ein Runner. Wo ist denn der Klicker? Okay, wir haben gut Pfeile. Da vorne ist der. Okay. Ich würde den erstmal irgendwie aus dem Weg räumen. Das wäre ganz hilfreich, glaube ich. Hm? Ach, Schublade. Messer. Kann ich noch was basteln? Nee, gerade nicht. Oh, was war das denn? Ich komme hier nirgends raus, ne? Ich muss rausgehen und den erledigen.
Ich würde dann nochmal hier reingehen, ganz kurz, um zu gucken, was ich vielleicht übersehen habe. Der springt jetzt da vorne rum. Okay. Da bin ich ja eigentlich sicher im Laden. Und kann mich kurz umgucken. Ich fühle mich zwar ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, wenn der da draußen noch rumrennt. Weil da kann es schneller gehen, als man denkt. Aber solange wir den Stein haben, ist alles kein Problem. Hier liegt auch nichts mehr nach. Hier ist nichts. Ich will bloß kurz abchecken, nicht dass ich was vergesse noch. Hier ist noch ein Bogen. Pfeil. Ah, na guck mal einer an. Patronen. Hallo? Nimm die mit! Junge. Mädel, besser gesagt. Halt. Alkohol, Alkohol. Sehr gut. Aber es war schon gut, dass wir die als... Ah ja. Dass wir die als Fressen eingesetzt haben. Weil mit den Infizierten tatsächlich komme ich besser klar als mit den Idioten, die auf mich ballern. Das ist einfacher. Okay. Wo ist er? Der kommt immer weiter hierher. Und... Tschüss. Sehr gut. Hat noch gut was verloren. Tipptopp. So, Waffe ist voll. Bogen ist voll. Wir sind gut ausgerüstet gerade. Schöne Sache. Gefällt mir. Hier haben wir auch voll. Warte mal. Oh, wir müssen hier lang. Wir haben zwei Mollys. Ich würde mal noch ein Medipack machen, zur Sicherheit. Und dann nehmen wir das Tuch noch mit. So, haben wir hier noch was? Oh, sieht recht ruhig aus. Oh, mich ärgert das echt ein bisschen, dass ich die Szene mit der Wasserspritzpistole, dass ich die so verkackt habe. Also, ich habe die getroffen. Ich bin richtig enttäuscht von mir selber. Tut mir leid, dass ich euch da nichts anderes gezeigt habe. Wir haben verloren. Wir sind halt noch nicht so krass ausgebildet gewesen wie die Riley. Also, ne? Müssen wir damit klarkommen. Man muss sich auch eine Niederlage eingestehen. Okay, da Sprengstoff. Und Medipack ist da auch. Okay. Ja. Hä? Oh. Da drüben ist etwas. Kriegen wir aber hin. Solange keine Idioten herumrennen, die auch noch nach mir suchen. Jetzt ist die Frage, wenn ich da rangehe, da steht gleich ein Klicker daneben. Da hinten sind auch noch. Was war
Okay. Wir müssen die Infizierten irgendwie da reinlocken. Damit die sich erstmal bekämpfen. Bist du das Mädchen? Bringt euch um die Arschlöcher. Sehr gut, sehr gut. Scheiße! Lass die erstmal machen. Erstmal machen lassen. Da geht's ja ordentlich ab. Ich bleib mal hier in Sicherheit, solange die da gegeneinander kämpfen. Okay, der Klicker hat den Matsch gemacht. Das ist okay, sieht gut aus. Das sind Runner, zwei Runner, ein Klicker, ne? Okay, es ist ruhiger. Das ist ruhiger. Okay. Der rennt da vorne rum. Erstmal der Klicker, oder? Wo ist er? Der ist wieder umgedreht. Oh. Hier sind die Runner jetzt, die gefährlichen. Steht er da einfach nur, oder? Er kommt. Okay, okay, okay. Ganz locker bleiben. Das hat gerade gut funktioniert. Ganz ruhig. Sehr gut. Okay, na dann. Ist das ja der Letzte. Gucken, wo geht der lang? Alles easy, wir schaffen das. Schön geduldig sein. Okay, der geht weiter vor. Ja, wir gucken dann. Wir gucken dann gleich nochmal uns um. Au! Ja, tatsächlich. War gut. War gut. Haben wir gut hingekriegt. Und den haben wir gerade schön das Auge ausoperiert. Interessant.
Gut. Der hat nichts fallen lassen. Schade. Funktioniert doch ganz gut. Zeig mal her. Was haben wir denn hier? Tuch, Messer. Sehr schön. Nehmen wir mit. Oh, können nichts basteln. Haben eh drei Bomben. Alles easy. Okay. Spinte. Nichts. Ich gehe kurz abchecken, wie immer. Ob noch irgendwo was liegt. Hier war noch was. Genau. Zucker. Das ist halt mal sogar Rauchbombe. Wir könnten eine Rauchbombe basteln. Ich behalte mir den Sprengstoff aber lieber für die... Ja, für die Bomben. Weil, falls wirklich noch der Fall kommt, wo wir die mal einsetzen. Wir sollten die einfach mal einsetzen, weil ich weiß ja nicht, wie lange das hier geht, aber... Ja. Den Alkohol, das Tuch gerade, das merken wir uns mal. Weil, wenn wir vielleicht noch irgendwie Alkohol finden und uns noch was basteln können, Molotow oder sowas, dann... holen wir uns das Tuch noch da. Das würde ich gleich mal wechseln da. Den Stein gegen die Pulle. Jawohl. Ich mag immer die Flaschen lieber. Ich habe das Gefühl, die machen mehr Krach und... Ja, weiß ich nicht. Einfacher zu handeln. Gut, hier ist nichts mehr. Oh, braucht jemand? LED-TV, 42 Zoll. Ist sogar 50% runtergesetzt. HDMI, USB, Full HD. Geht ordentlich ab. Let's go. Oh, guck mal. Da hat jemand Pfeile verloren. Sehr, sehr, sehr gut. Die wurden da richtig fertig gemacht von dem Klicker. Der hat leider nichts verloren. Aber guck mal an. Alkohol. Ja, machen wir es noch Molly. Hallo. Und da holen wir uns dann das Tuch noch fix. Ja, muss nicht gleich anzünden. So richtige Pyromane, ne? Die will gleich immer alles abfackeln. Okay. Ja, aber die ganzen Leute, die sind immer noch auf der Suche nach uns. Und umso mehr sterben natürlich von denen, ne? Nur, weil sie auf der Suche nach uns sind jetzt. Oh, Pistolenmuni ist voll. Was ist das? Achso, Sprengstoff. Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann holen wir uns fix das Tuch. Und dann sollte es doch hier gewesen sein, oder? Hier sieht es ganz gut aus. Da kann ja auch nicht überall was rumliegen, aber... Besser, wir haben geguckt, als wir haben was übersehen. Und ich übersehe sowieso schon genug. Obwohl ich... Naja. Recht gründlich gucke, sage ich mal. In den Ecken. Oder wenigstens mal kurz abgehe und sowas. Das haben wir ja schon beim ersten Teil gemerkt, wie viel wir da tatsächlich übersehen haben. Wie viele Sprachszenen auch und sowas, ne? Also wie viele Dialoge wir nicht hatten. Oh. Bisschen Medizin. Sehr gut. Ja, wie viele Dialoge wir nicht hatten oder wie viele Firefly-Anhänger. Das ist schon krass. Gut. So, haben wir hier noch was? Was ist das hier? Büro? Oh, oh, der Wozi. Guck ihn dir an. Psst, Ruhe bitte. Ich muss mich gerade über den Hund freuen. Oh, wie süß er ist. Sieht fast so aus wie meiner. Noch mehr Hunde. Ah, hier war ein Fotostudio für Hunde oder was? Süß. Was sind das für Dinger? Ach, Rahmen. Ja, klar. Bilderrahmen. Logo. Oh, guck mal einer an. Das nehmen wir mit. Tipptopp. Okay, guck mal, da liegt auch noch was. Tuch. Können wir da jetzt? Ne, wir haben keinen Alkohol. Ja, dann bleibt's so. Die Rauchgranaten, die mache ich nicht.
Die... Nee. Und let's go. Das war sehr laut. Ah, wir sind wieder hier. Ja, wir müssen zu Joel, oder? Oh. Einmal Tuch. Da liegt sogar noch Munition. Und hier liegen Pfeile. Die lagen aber vorher nicht da. Besser schießen lernen mit dem Scheiß. Ich muss was tun. Schnell. Echt jetzt? Jetzt zeigen die mir den Dings-Modus, den Fokus-Modus? Shit. Ich muss besser zielen üben mit dem Teil. Ich muss das besser abschätzen können. Spielen, also gut. Wow! Hier ist sie! Oh, oh Gott! Okay, jetzt ist eh vorbei. Na, sage mal. Wirst du bezahlen? Shit! Das war ja richtig kacke. Ich bin ja mal wieder richtig scheiße unterwegs. Shit! Ja, okay, gut. Wir müssen das besser machen. Fuck. Na gut, wir kriegen das hin. Das war nicht gut. Und ich muss echt besser mit dem Bogenschießen üben, ne? Ist ja furchtbar. Das war gut. Bloß einer. Ciao. Ciao. Ho, 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 fuck. Junge. Hat's den zerfetzt. Ja, war gut. Gut. Ich glaube, der Versuch läuft besser. Die sind unten.
Alter Schwede, wie es den hier gerade zerfetzt hat. Wahnsinn. Tut mir leid, mein Freund. Junge, Junge, Junge. Den hat's gut auseinandergenommen. Naja, ist er wirklich. Das ist der absolute Wahnsinn. Die rennen da unten rum. Ich meine, ich habe Bomben, ne? Also. Man könnte da vielleicht. Ciao, Leute. Oh. Hat geklappt. Das hätten wir. Okay. Easy peasy. War ja überhaupt kein Problem. Scheiße. Ja, das hätte am Anfang besser laufen können. Da bin ich halt nicht so gut gewesen, ne? Oh, guck mal. Hier gibt's noch einen Snack. Sehr, sehr gut. Komm, gib die Pulle her. Waren wir hier schon mal drin gewesen? Oh, wir können hier runter. Ja, würde ich mal runtergehen, ne? Ellie hat ja gesagt, das war's. Ich glaub ihr das mal. Ist noch Schere. Tuchhammer voll. Oh. Sehr, sehr gut. Ja, na dann. Ab zu Joel, oder? Alter Schwede, den hat's voll zerfetzt hier. Ja, sorry, Freunde, ne? Ich geh mal rein. Hui, hui, hui. Wir haben sie erwischt. Mach sie fertig. Willst du mich verarschen? Dreckschwein. Schön. Du willst das? Dann tun wir's. Ciao. Was ein Wichser. Komm schon. Was für Wichser. Gib mir Deckung, geh ran. Ich hab die jetzt nicht gesehen. Von wo kamen die? Von da. Ihr Wichser. Auch noch. Oh. Das ist aber stressig gerade. Das ist gerade mega stressig. Okay, die sind oben, die fressen die oben da weg. Und da hinten hockt noch einer, ne? Sheesh. Da hinten hockt noch einer. Der versteckt sich vor den Infizierten. Oh, die machen aber ganz schön Rabatz. Alter. Okay, okay, okay. Ich will bloß mal gucken, kann ich jetzt zufällig
Kann ich gerade nicht. Okay. Weil das war eigentlich die Chance. Okay, da oben rennen sie. Ich muss das alle ausschalten, aber ich lasse die sich erstmal da gegenseitig kaputt machen. Ich glaube, den haben sie. Zwei Klicker, ein Runner, ne? Der da ist ein Runner. Der ganz rechts. Links. Oder? Ah, der ist weiter hinten. Ich sehe den nicht richtig. Okay. Ja, damit waren sie auf jeden Fall weg. Das ging schneller, als man dann dachte. Jetzt ist die Frage, kommt der runter? Kommen die runter? Wenn die auf der Treppe wären, könnte man einfach eine Bombe schmeißen. Das wäre easy. Wir haben aber keine mehr, fällt mir gerade ein. Aber wir haben noch Mollys. Das ginge. Ich versuche mal was. Komm schon. Voll in die Eier geschossen. Muss höher zielen. Okay. Puh. Ja? Ja, Ellie, alles klar. Ja. Scheiße. Was für eine Action hier. Mein Gott. Okay. Gut. Das hat ja ganz gut geklappt. Dann würde ich sagen... rein da. Puh. Du lebst noch, Joel. Aha. Ah. Durch das Tor gesprengt, die Typen. Hey, hey. Ich komm schon. Scheiß auf die Rucksäcke. Boah. Ich komm schon. Komm schon. Let's go. Na los, durch da. Hol was zum Drunterstellen, sagte. Ich renne. Na, halt das. Ja, ich komm. Hallo? Okay. Riley? Ellie, was machst du? Hilfe! Oh Gott, wir sind so am Arsch. Ah, fuck you! Fick dich, du blöder Sack! Ah. Komm! Immer rein in den Wichser! Genau! Ja, gut so. Prima. Das
kommen wir raus. Raus, sagst du. Du wolltest unbedingt hier rein. Infizierte! Oh, hinter uns sind sie auch hier lang! Da, Hilfe! Oh, ich hasse sowas, ne? Komm, runter! Mir nach, ich bin schneller als... Hä? Ellie, mach keinen Scheiß! Wo kommen die alle her? Ach du verfickte Scheiße. Hoch? Ellie! Halt hoch, ich helfe dir! Junge! Nein! Shit! Fuck you! Jawohl! Komm schon! Hau drauf! Immer rein! Sehr gut! Ja! Uiuiuiui! Ich glaube, das war's. Oh. Heilige Scheiße. Ellie, dein Arm. Oh. Nein. Das ist nicht so gut. Ich weiß, was ich tue. Aha. Bin quasi ein Experte. Na klar. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Schaffst das, Ellie. Du machst das. Scheiße! Scheiße. Noch mehr zum Zerschlagen. Das machen wir jetzt nur. Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer 1. 2. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob 2 Minuten oder 2 Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Nummer 3? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Tja, geh nicht Trophäe erhalten. Und das war die komplette Geschichte von The Last of Us Part 1. Tja,
Wir wissen natürlich, was mit Ellie dann passiert ist. Und dass, naja, Riley es nicht geschafft hat. Sie sozusagen töten musste. Oder befreien, nennen wir es mal befreien. Aber ja, so haben wir immerhin auch gesehen, was zwischendrin passiert ist, während Joel eben seine Verletzung hatte und wie Ellie ihn, naja, in dem Sinne gerettet hat. Natürlich Wahnsinn, dass er das überhaupt geschafft hat, weil so eine Verletzung zu überstehen ist eigentlich, ja, der absolute Wahnsinn, ne? Und das in der Apokalypse. Eigentlich ein Todesurteil, aber zum Glück ist es nur eine Geschichte. Eine sehr gute, wie ich finde. Und ja, natürlich zu sehen, was mit Ellie und der Riley passiert ist oder wie es dazu kam, ist natürlich auch sehr interessant. Und jetzt hat man noch mal ein bisschen mehr das Gefühl, beziehungsweise hat man ein bisschen mehr Einsicht, wie es um Ellies Gefühlsleben auch ein bisschen aussieht und sowas. Ne? Natürlich war ihre bis dahin beste Freundin natürlich sehr, sehr wichtig, und dass natürlich dann sowas passiert, ist schwierig. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr schön, fand ich. Und eine schöne Sache, dass sie das noch dazu gemacht haben, dass man auch da die Geschichte so ein bisschen kennt. Ich habe den Last of Us Comic auch dazu gelesen. Und da kriegt man sogar noch ein bisschen mehr Infos. Zum Beispiel mit dem Test von der Marlene. Das sieht man da auch noch. Und also da sieht man auch noch, fällt mir jetzt auch gerade erst ein, da sieht man auch, dass die Ellie, die Marlene vorher dann schon kannte und sowas, da sieht man auch ein paar Sachen genau aus dieser Zeit, wie es dazu kam, wie sie gebissen wurde und so weiter. Und das nochmal ein bisschen weiter ausgeschmückt, beziehungsweise noch ein paar Szenen mehr als hier in dem DLC. Weil hier hat es sich ja mit Joel und sowas ein bisschen vermischt. Und da geht es die ganze Zeit nur, glaube ich, um die Zeit mit der Riley. Ja. Und da sind die, wie gesagt, auch bei der Marlene mal. Ich weiß nicht, ich kann den Comic ja mal kurz holen. Bin gleich wieder da.
Ich hab ihn. Moment. Zack. So, zeig ihn euch gleich. Zeig es euch am besten, nachdem die Credits hier durchgelaufen sind. Weil, ich weiß ja nicht, ob ihr das seht hier. The Last of Us. Und der heißt American Dreams. Ja, kann es auch euch so zeigen, so ein bisschen. Wartet, mach die Kamera einfach ein Stück größer. Dann seht ihr es ein bisschen besser. Ich hoffe, das geht so. Jetzt verdecke ich ein bisschen. So. Ein Stück. Ja, hier. Last of Us, American Dreams. Und da erfährt man nochmal die... Also, es ist die offizielle Vorgeschichte des Game Hits. Und da erfährt man die ganzen Sachen, die vor dem DLC sozusagen passiert sind. Und wie... wie Ellie und Marlene sich kennengelernt haben. Das erfährt man hier. Ja. Und natürlich auch hier, hier auch die Szene mit Ellie und dem Pferd von Winston. Und hier sieht man auch den Winston da. Und ja, das ist also nochmal die Vorgeschichte vor dem DLC. Ja, auch hier schön. Da steht sie schon mal vor dem Arcade-Automaten. Und dann stellt sie sich vor, wie die Kinder früher da gespielt haben und wie sie jetzt davor steht in der Apokalypse. Bringt nochmal ein bisschen mehr Tiefe in die ganze Sache. Der Comic. Und die Zeichnungen und vor allen Dingen die Cover und sowas, die sind natürlich fantastisch, ne? Also ich finde sie sehr gut. Ist halt comic-mäßig, aber trotzdem. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also, wer Interesse hat, noch The Last of Us, American Dreams. Und ja, gibt's in guten Comic-Handlungen auf jeden Fall zu kaufen. Ja. Von Neil Druckmann, Faith Erin Hicks und Rachel Rosenberg. Ist sogar von Crosskult und Dark Horse Comics. Finde ich sehr schön, dass sie das da verlegt haben. Oder dass der Verleger Dark Horse Comics ist. Und das auch so ein bisschen in die Last of Us Spiele mit reingenommen wurde. Mit den Savage Starlight Comics. Da ist ja auch Dark Horse Comics dabei. Also das Logo hinten drauf. Fände ich immer schön. So eine kleine Anspielung. Oder Easter Egg, sage ich mal. So, prima. Dann kommt der wieder in seine Hülle. Immer schön in Plastifolie machen. Damit alles geschützt ist. Cinematic Animation Supervisor James L. Jones? Junior? Habe ich das gerade richtig gelesen? Okay, krass. Ja. Wir haben bestimmt viel übersehen, kann ich mir vorstellen. An Zetteln oder sowas. Gerade die Geschichte von dem, naja, von der Dame hier und von den Soldaten. Entschuldigung, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Das war ein bisschen abgehackt, glaube ich, weil ich ja bestimmte Zettel nicht gefunden habe oder sowas. Aber am Ende haben die sich scheinbar selber oder gegenseitig erschossen. Und dadurch sind sie ja alle gestorben. Aber die DLC war schön, finde ich. War nicht zu lang, nicht zu kurz. Wie lange haben wir es jetzt gespielt? 3 Stunden circa. Easy peasy. Also hat Spaß gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass der Sound der Stimmen und die Synchronität. Im Hauptspiel hat das super geklappt. Im DLC jetzt, da waren immer, gerade am Anfang ist mir das dolle aufgefallen,
da war es irgendwie ein Stückchen verschoben. Also es war nicht ganz synchron. Und das ist ein bisschen schade gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil synchron wäre schon cool. Gerade bei so einem Storygame, da ist das echt wichtig. Und ja, und dann natürlich die Lautstärke, die man gemerkt hat. Ich hoffe, man versteht auf der Aufnahme trotzdem ein bisschen was. Weil selbst für mich mit meinen Kopfhörern war das schon ein bisschen schwer. Ich werde das Spiel ein bisschen lauter machen. Das Problem ist bloß, dass alles dann lauter ist. Halt, ne? Aber ja, ich hoffe, man versteht's in der Aufnahme dann. Und zur Not, es gibt ja den Untertitel, falls ihr was nicht versteht oder sowas. Den lasse ich ja extra wegen solchen Sachen immer mal an. Und dass man das durchlesen kann dann zur Not noch. Weil ist schon wichtig. Ist schon wichtig. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Ein paar kleine Bugs haben wir gesehen, dass irgendwelche Texturen mal weggeglitscht sind oder sowas. Aber das ist so, ja, das ist halt wirklich eine Kleinigkeit in dem Sinne. Und deswegen kann man da drüber wegblicken, glaube ich. Also ich kann das jedenfalls. Ich bin andere Sachen gewöhnt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe damals mit dem Atari angefangen zu spielen. Und da hatte man wirklich halt noch diese Pixel-Grafik, die man vom, was weiß ich ja, das war ja nicht mal so gut wie das Nokia. 3410 bei Snake oder so, das wurde ja, war ja noch weniger. Also manche Spiele davon, nicht alle natürlich. Und ja, damit hat bei mir das Gaming angefangen in dem Sinne. Ich habe das auch noch hier stehen, das Atari. Also nicht mein altes, sondern ich hatte mir dann irgendwann mal eins wieder erworben. Und ja. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, in dieser Zeit zu leben und diese tollen Spiele genießen zu dürfen. Sage ich immer wieder, weil ich immer wieder sehr beeindruckt bin, was inzwischen und momentan möglich ist. Und das wird ja im Laufe der Jahre immer besser, immer mehr Techniken, immer neue Sachen. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden vielleicht heute noch Teil 2 anfangen. Aber ja, mal schauen. Ich denke mal schon. Und ich bin sehr gespannt, was sie da gemacht haben, weil das Spiel sieht so auf der PlayStation 4 schon wahnsinnig gut aus. Und was sie jetzt noch geändert haben zur Remaster-Version, die gestern rauskam. Heute? Gestern. Die gestern rauskam. Und ich bin echt gespannt, ja, ob man es wirklich sieht. Ob man wirklich was mitkriegt. Okay, das ist noch geiler. Oder jetzt sieht es einfach noch viel, viel besser aus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Ach, herrlich. Ja, für YouTube sag ich mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen und die Reise von Ellie, Joel und all den anderen Charakteren macht euch genauso viel Spaß wie mir. Es ist nun mal ein super Spiel. Und ja, über einen Like, einen Kommentar und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen. Schaut auch gerne, wenn wir streamen, in unserem Stream mal vorbei. Einfach auf Twitch Pain Pirate suchen und da findet er mich. Und dann, ja, haben wir Spaß. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich danke euch und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.
Thank you.